Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Sohn Michel ist 14 Jahre alt. Vor ein paar Tagen hat er mich besorgt gefragt: Papa, warum entsteht eigentlich Krieg? Aus Sorge hat er das gefragt und vielleicht schon mit einer Vorahnung davon, was seit Donnerstag Realität geworden ist. Krieg entsteht dadurch, musste ich ihm sagen, dass ein machthungriger Despot meint, unbedingt über ein Stück Land mehr herrschen zu müssen und bereit ist, dafür über Leichen zu gehen, den Tod von Kindern, Müttern, Vätern und Großeltern in Kauf zu nehmen. So grotesk diese Antwort auch ist, es war die einzige, die ich ihm geben konnte. Die Reaktion meines Sohnes: Wir leben aber doch alle in einer Welt, da muss er mit klarkommen. Bis vor wenigen Tagen sind alle damit klargekommen, mit einer internationalen Ordnung, die sich zwischen den Staaten seit dem friedlichen Ende des Kalten Krieges entwickelt hat. Die hat der russische Präsident mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstört. Die Verhandlungswilligen hat er vorgeführt, alle diplomatischen Beziehungen eiskalt ignoriert. Die Angst vor weiterer militärischer Eskalation und einem Krieg, der sich ausbreitet, sie bewegt viele Menschen. Und zu unserem Mitgefühl mit den Menschen im Kriegsgebiet tritt die Sorge, dass die Grundlagen des Miteinanders der Völker in Europa, die internationale Ordnung, auf Dauer weggebrochen sind. Drohungen mit militärischer Übermacht und die willkürliche und gewaltsame Verschiebung von vertraglich anerkannten Grenzen haben im 20. Jahrhundert unsägliches Leid gebracht, das auch von Deutschland ausging. Sie können kein Mittel internationaler Politik sein und dürfen es nie wieder werden. Waffengewalt vergrößert Leid und Unrecht nur noch mehr. Aus diesem Grund beten viele Menschen in diesen Tagen für die Verantwortlichen auf allen Seiten um Einsicht und Besonnenheit, um Mut zur Umkehr und für Gerechtigkeit. Und mit dem Beten verbunden ist die Hoffnung auf neue Wege zu einem Miteinander der Völker, zu einer Verständigung. Was bleibt, wenn der Frieden verjagt wird durch Panzer, Falschinformationen und Geschichtsklitterung? In einem Psalm, einem jahrtausendealten Gedicht, findet sich ein in Friedenszeiten unauffälliger Vers. Suche den Frieden und jage ihm nach. Wenn der Friede verjagt wird, dann bleibt nur, ihm mit aller Kraft und vollem Einsatz nachzujagen und ihn wieder einzuholen. Dann bleibt nur, alles andere stehen und liegen zu lassen. Nicht darauf zu achten, welche Figur man in den Medien macht oder ob einen stumpfe Geister für naiv und lächerlich halten. Für den Frieden ist kein Einsatz zu hoch. Ja, Gewehre und Panzer haben große Macht, aber es ist die falsche Macht. Es ist Todesmacht. Wer dem Frieden nachjagt, der will das Leben. Wer redet und verhandelt, gibt dem Leben eine Chance. Darauf kommt es an, ohne Wenn und Aber. Ich möchte, und ich denke, viele von Ihnen und euch auch, dass mein Sohn, meine beiden Töchter und alle Kinder dieser Welt keine Angst haben müssen, sondern in Frieden aufwachsen und in eine friedliche Zukunft schauen können. Darum lasst uns an allen Orten, alle und mit allem, was möglich ist, für Frieden und Gerechtigkeit eintreten.